Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Veranstaltung Das trügerische Gedächtnis im Körperforum. Mein Name ist Martin Meister. Ich leite hier die Kommunikation in der Körperstiftung. Und das hat manchmal auch sein Gutes. So habe ich nämlich heute die Freude, mit Julia Shaw sprechen zu können. Julia Shaw, ich habe mir eine Aufgabe selbst gestellt. Ich werde jetzt mal versuchen, ohne meine Kärtchen, dem Publikum zu erzählen, aus dem Gedächtnis heraus, wer Sie sind, ein paar Kernfakten. Sie sind geboren in Köln, aufgewachsen in Kanada. Sie lehren und forschen an der South Bank University in London. Offensichtlich ist Ihre Karriere ja noch sehr jugendfrisch. Ich kann jetzt nicht viele Stationen weitere aufzählen, aber eine davor gab es doch. Und das war die British Columbia University, right so, in Kanada. Ihr Gebiet ist die forensische Psychologie oder die Rechtspsychologie. Und Sie forschen über fehlerhafte Erinnerungen. Soweit richtig. Alles richtig. Soweit ja? Alles richtig. Gut, und Sie beraten die britische Polizei, genauso wie die deutsche Bundeswehr oder Rechtsanwälte. Und es geht immer wieder um die Frage, wie man Ermittlungsmethoden, Verhörmethoden überprüfen kann, wie man es richtig macht, Verdächtige zu verhören. Das trügerische Gedächtnis, das ist auch der Titel, der deutsche Titel des deutschen Buches, es gibt schon natürlich ein englisches, das beim Hansa Verlag erschienen ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das Verb nutzen heute. Sollte, denn heute ist der Erscheinungstag dieses Buches. Meine Damen und Herren, Sie sind also wirklich hier bei einer Buchpremiere. Und außerdem erscheint heute auch das Hörbuch dazu bei Finch und Zebra, einem Online-Label. Sie können es sich also auch online runterladen und anhören. Ja, vielen Dank, dass Sie nun so wirklich zahlreich gekommen sind. Das freut mich sehr. Andere Interessierte werden unsere Veranstaltung auf der Website der Körperstiftung als Livestream verfolgen können. Und vielleicht werden, ja, das werden wir dann nachher wissen, die Server zusammenbrechen, wenn sich jetzt also Zehntausende bei uns draufschalten sollten, wäre ja schön. Und das läge dann einzig an Ihnen. Ich habe im deutschen Fernsehen vor ein paar Tagen gehört, Sie sind der Shooting-Star der forensischen Psychologie-Szene. Also wollen wir mal sehen, ob wir sehr, sehr viele Zuschauer haben werden. Wahrscheinlich nicht so viele wie heute Nacht beim TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. 100 Millionen Leute sollen zuschauen. Wir kommen auf andere Weise an große Zahlen. Wir beide, nämlich Sie ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger, haben nämlich 100 Milliarden Neuronen, Nervenzellen in unserem Kopf. Und so, glaube ich, schlagen wir Donald Trump ganz locker. ja, ich möchte diese Veranstaltung in zwei Teile teilen, meine Damen und Herren. Ich wage auch mit mir selbst und Ihnen allen ein kleines Experiment. Wir werden Block A und Block B machen und Sie können nach beiden Blöcken Fragen stellen. Ich werde mich dann mit dem Mikrofon zu Ihnen in den Raum begeben und auch Jan-Peter mit dem Mikrofon dort hinten herumlaufen, sodass wir möglichst viele, möglichst effizient, möglichst knapp und schnell zu Ihren Fragen kommen lassen können. Und im ersten Teil sprechen wir über alltägliche Gedächtniserfahrungen, Ihre, meine, jedermanns Erfahrungen und wie unser Gehirn so arbeitet. Und im zweiten Teil, da ist Crime Time, nicht Prime Time, da ist es Crime, da geht es um unseren Vorabendkrimi so etwa, beginnend bei 1945. Es geht eben um die Rechtsfälle und diese Fragen, die Sie auch zentral erforschen. Im Anschluss gibt's dann, laden wir Sie gerne wieder ein zu einem Glas Wein, Saft, Wasser, was immer Sie wollen. Und es gibt einen Signierstand der Thalia-Buchhandlung. Sie haben also auch die Gelegenheit, ein Buch zu erwerben und sich von Julia Shaw signieren zu lassen. So, Frau Shaw, den meisten ist ja bewusst hier im Saal, denke ich, dass unser Gedächtnis nicht zuverlässig ist. Wir verlegen Schlüssel, vergessen, wo unsere Handys liegen.
komme nicht auf den Namen des Nachbarn. Sie sagen, unser Gedächtnis ist trügerisch. Was ist Ihre Botschaft? Ganz schön schusselig ist das ja nicht nur, das ist trügerisch. Was wollen Sie damit sagen? Ja, die meisten, wenn ich sage, dass ich das Gedächtnis erforsche, fragen mich natürlich, wie kann ich mein Gedächtnis verbessern? Und ich sage dann meistens, leider sprechen Sie mit der falschen Person. Ich kann Ihnen nur sagen, warum Ihr Gedächtnis Fehler macht. Das heißt, warum wir ständig Sachen vergessen, warum wir Fehlinformationen mit einbauen, warum wir meinen, wir haben etwas gemacht, was gar nicht passiert ist, warum wir meinen, die Schlüssel sind ganz sicher neben der Tür, aber sie sind offensichtlich nicht da. Das ist mein Thema. Also falsche Erinnerungen, warum wir uns an Sachen erinnern, Fiktionen erinnern, die nicht tatsächlich passiert sind. Und trügerisch ist das Gedächtnis, weil wir einfach nicht wissen können auch, welche Stücke stimmen und welche nicht. Weil Sachen wie Aufmerksamkeit sind ganz wichtig, wie wir die Welt überhaupt sehen in der ersten Instanz und dann natürlich, wie das Gehirn aufgebaut ist und wie es das speichert und dann, wie wir später abrufen. Und in jedem Teil können natürlich Fehler vorkommen. Super Stichwort schon, wie das Gehirn aufgebaut ist. Wer meine Veranstaltung hier kennt, der weiß, es gibt immer einen Volkshochschulteil und den erledigen wir jetzt gleich mal am Anfang. Wir schauen uns das Gedächtnis noch mal ein bisschen genauer an, so wie Sie das in Ihrem Buch ja auch ausführen. Also man kann es ja zum Beispiel danach unterscheiden, was für Inhalte dort gespeichert werden. Das semantische Gedächtnis, das episodische Gedächtnis. Können Sie das mal ein bisschen auseinanderlegen, was ist? Das semantische Gedächtnis hat damit zu tun, dass wir uns an Fakten erinnern können oder an Situationen, nicht an persönliche Situationen, sondern an Informationen. Das heißt, Sie wissen, dass Ihr bester Freund Paul heißt. Aber genau was Paul gemacht hat und was Sie mit Paul erlebt haben, das ist das episodische Gedächtnis. Das ist unser autobiografisches Gedächtnis. Das ist unsere Narrative, wer wir sind, warum wir so sind, wie wir sind. Das sind die Stücke unseres Gedächtnisses, die wirklich unsere Identität auch aufbauen. Und diese Stücke werden anders im Gehirn aufgeteilt und sie werden auch unterschiedlich gespeichert. Und man kann das eine, man kann den Namen, man kann zum Beispiel sagen, ach, ich kenne diesen Menschen, das ist dann vielleicht das autobiografische Gedächtnis, aber ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Das ist, weil diese Stücke separat gespeichert sind. Und nur weil man auf eins Zugriff hat, hat man nicht unbedingt auf das andere. Und mein Beispiel, wenn man das Vergessensbeispiel erweitert oder aufgreift, episodisches Gedächtnis. Mhm. Bei uns zu Hause gab es vor Wochen eine rote Gartenschere, die verschwunden war. Und meine Frau und ich, wir haben die tollsten Geschichten erfunden, wer sie wo hat liegen lassen. Ich habe am Ende die Biotonnen durchwühlt, bevor die Müllabfuhr kam, weil ich überzeugt war von meiner Version der Geschichte. Mhm. Tatsächlich fand sie sich, wie immer diese Geschichten so enden, ganz woanders. Und alle Geschichten stimmen nicht. Das wäre auch ein Fall für episodisches Gedächtnis, richtig. Geschichten, ein Teil aus meiner Lebensgeschichte. Genau. Dann gibt es ja immer die Begriffe, jetzt weniger nach dem Inhalt, sondern nach der Funktion unterschieden, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Mhm. Können Sie uns das auch noch kurz auseinandersetzen? Ich mache meistens interaktive Seminare, weil ich mache gerne Rate. Raten Sie doch mal, wie kurz das Kurzzeitgedächtnis ist. Okay, gut, machen wir hier. Wollen wir das machen? Ja, machen wir jetzt. Sie können einfach schreien, ich werde gerne angeschrien. Kurzzeitgedächtnis, wie lang ist Ihr Kurzzeitgedächtnis? 30 was? Sekunden? Wer denkt länger? 10 Minuten? 5 Minuten? 10 Sekunden? Eine Woche? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Ja. Weniger, 1 bis 3 Sekunden. Sehr kurz. Die erste Dame hat gut geraten. Ein informiertes Publikum. Aber meistens, wenn man... 30 Sekunden. 30 Sekunden ist richtig. Ist die Antwort. 30 Sekunden ist die Antwort. Das heißt, die Telefonnummer, die Sie immer wiederholen, jemand redet mit Ihnen, plötzlich ist sie weg. Kurzzeitgedächtnis wurde unterbrochen, der Flow ist weg. Deswegen, das ist so wie so ein Desktop, wo man schnell Sachen speichern kann, aber die sind genauso schnell wieder weg. Alles andere ist eine Art von Langzeitgedächtnis. Also alles, was über 30 Sekunden ist, muss von dem Hippocampus, von einem Teil des Gehirns, der mit Erinnerung zu tun hat, muss verwandelt werden in eine andere Art von Erinnerung. Dieses Kurzzeitgedächtnis, das ist nicht nur verflixt kurz mit den 30 Sekunden, sondern da ist es auch ziemlich knapp und eng da drin. Wie viele Informationseinheiten kann ich daran zugleich unterbringen?
Meistens redet man über Blocks oder Stücke, die das Kurzzeitgedächtnis behandeln kann. Und man redet dann meistens 3, 4, 5, 6, 7 Blocks. Es kommt darauf an, ob man visuelle Details hat oder ob man Informationen hat. Deswegen, wenn Sie manchmal Sätze lesen und Sie kommen am Ende des Satzes an und können sich nicht erinnern, was am Anfang war, das ist zu lang, das sind zu viele Stücke. Ihr Kurzzeitgedächtnis kann das nicht verarbeiten. Sie müssen dann nochmal zurück und es aufbrechen. Unser Kurzzeitgedächtnis hat nur eine geringe Kapazität. Und das muss man auch dann, deswegen ist mein Buch auch so geschrieben, in Kurzzeit. Ja, aber da habe ich doch auch gesehen, alle warten ja hier auf Rezepte, wie man ganz leicht alles sich merken kann. Das Stichwort Chunks. Ne? Chunks, genau. Man kann Pärchen bilden. Kann man, genau. Und diese Chunks ändern sich auch. Also wenn man für familiärer ist mit einem Bereich, also wenn man zum Beispiel Schach spielen kann, dann kann man eine ganze Serie von Bewegungen als einen Begriff wissen. Man weiß, das ist Chekhovs Öffnung. Und dann sind das 20 verschiedene Stücke, aber es ist nur ein Chunk. 20 Züge? 20 Züge in einem Chunk. Weil man es kennt. Und das hat mit Expertentum zu tun. Das heißt, wenn Sie Experte in einem Bereich sind, kann man diese Begriffe, die meinen große, sind große Begriffe, die viel bedeuten. Und man kann halt über komplexere Dinge dadurch auch sprechen. Sie haben ja auch ein weiteres Beispiel, was, glaube ich, vielen sehr geläufig ist, wenn man Telefonnummern sich in Pärchen merkt oder Dreiergruppen. Dann bildet man jeweils einen Chunk mit jeder solchen Gruppe und kriegt 4 im Kurzzeitgedächtnis unter. Können Sie ja mal probieren, ob das vielleicht Ihnen weiterhilft. Aber ich glaube, viel mehr werden wir heute an Tipps nicht Ihnen geben können. Jetzt kommen wir mal zu denjenigen, die behaupten, sie hätten ein extrem langes Langzeitgedächtnis. Mit denen setzen sie sich auch in ihrem Buch auseinander. Das sind nämlich die, die sagen, sie können sich an ihre Geburt erinnern. Sie lachen, das tun nicht alle. Die waren ja dabei. Also insofern ist doch nur logisch. Wenn die Nachbarin nicht lacht. Oder sie können sich daran erinnern. Vielleicht sitzen hier ja einige davon, nur Mut. Ja? Also daran erinnern, welche Farbe das Mobile hatte über dem Babybett und so etwas. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, was ist Ihre Antwort auf solche Erinnerungen? Die Antwort ist, dass diese Erinnerungen unmöglich sind. Also Geburt wissen die meisten, ja, ist wahrscheinlich, kann nicht sein. Aber viele meinen, und das fühlt sich auch an, das ist ganz normal, also eins, was ich ganz klar machen möchte, ist, dass diese Erinnerungsfehler und diese Mythen ganz normal sind. Das heißt, wir haben alle wir verstehen intuitiv, wie unser Gedächtnis funktioniert, aber dabei gibt es auch Fehler. Weil falsche Erinnerungen fühlen sich wahnsinnig echt an. Das heißt, man weiß es nicht, was echt ist und was nicht ist, aber man weiß, wegen der Wissenschaft und wegen Babygehirn, die einfach noch zu klein sind vor einem bestimmten Alter, dass vor, manche sagen 2,5, viele einigen sich auf 3,5, aber auf jeden Fall 2,5 ist das aller jüngste Alter, Jahre. Vor 2,5 Jahren können sie keine Langzeiterinnerung haben. Hier ist bestimmt ein Therapeut. Ja, wir kommen noch zum Frageteil. Wir wollen ja ein bisschen flott im Zeitrahmen bleiben. Merken sich das, Herr oder Frau Therapeut? Und hier wird auch nichts lustig gemacht. Das ist ja gar nicht unser. Sie haben es ja gerade deutlich gemacht. Man hat seine feste Überzeugung davon. Sie haben im Buch den Vergleich zu einem Illusionskünstler, Zauberkünstler gewählt. Man sieht den Trick. Man sieht ja genau, was man da sieht. Die Frau wird zersägt. Ist doch so. Und man hat genau diesen Eindruck und ein ähnliches Erlebnis kann man auch von manchen Erinnerungen wohl haben. Ja, Sie haben die Babys gerade erwähnt, aber Babys können ja doch etwas sich merken. Also es ist ja nicht so, dass die gar nichts registrieren und erst nach 2 oder 3 Jahren anfangen, sich überhaupt ihr etwas ins Hirn rieseln zu lassen. Also wie lange merken sich denn Babys was? Es kommt auf das Alter drauf an. Also ganz junge Babys können sich vielleicht für ein paar Wochen an jemanden erinnern. Ältere, also Einjährige, können sich vielleicht ein paar Monate an jemanden oder etwas erinnern. Und ab 2, 3 Jahren kann man vielleicht auch sogar bis einem Jahr. Aber das Problem ist einfach, dass im Gehirn so viel noch so viel passiert. Es wachsen so viele Gehirnzellen, es kommen so viele neue dazu. Es werden auch ganz viele weggenommen. Das Gehirn
optimalisiert, optimisiert? Optimiert, wird optimiert, ja. Wird optimiert. Ja. Und es wird halt immer effektiver. Ja. Und das ist gut, aber in dem Prozess verlassen halt einige Erinnerungen. Und dann gibt es aber auch Erlebnisse, die ich als, sagen wir mal, 10-jähriges oder 9-jähriges Kind haben kann, da häufig, Sie haben das schöne Beispiel von den Listen mit Dinosauriernamen an, und kann mich aber als, sagen wir mal, 40-Jähriger an nichts mehr erinnern. Mhm. Ist das, was getroffen werden soll mit dem Begriff infantile Amnesie? Davor noch. Also infantile Amnesie ist ganz jung, ist viel früher. Also wenn man noch ein Infant ist, wenn man noch ein kleines Baby ist. Aber Sie haben recht, also später ist es natürlich auch so, dass man sich nicht an alles erinnert. Allerdings lernt man natürlich in diesem Zeitalter Sprache und wie die Welt funktioniert und ganz wichtige Sachen. Das sind prägende Jahre natürlich. Aber autobiografisches Gedächtnis ist einfach nicht so ausgeprägt. Und für Fakten, manche Fakten braucht man einfach nicht. Dinosauriernamen brauchen Sie wahrscheinlich nicht jeden Tag. Und da wird das nicht weiter ausgeprägt und dann verfällt das auch und wird umgesetzt und für andere Erinnerungen benutzt. Manchmal braucht man irgendwas, mit dem man andere beeindrucken kann, von denen die gar nichts wissen. Aber gut, jetzt möchte ich Ihnen was entgegenhalten. Nach dem, was wir da von Ihnen gehört haben, möchte ich jetzt eine Passage vorlesen aus Ihrem Buch, wo Sie die einzige, glaube ich, Kindheitserinnerung von sich selber preisgeben. Wie viele andere auch entdeckte ich meine Fähigkeit zur Introspektion, also zur Innenschau, erstmals als Kind. Ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen stundenlang wach lag und nicht einschlafen konnte, weil ich so tief in Gedanken versunken war. Ich lag dann in der oberen Etage meines Stockbetts, drückte die Fußsohlen an die weiße Decke des Zimmers und dachte über den Sinn des Lebens nach. Wer bin ich? Was bin ich? Was ist wirklich? Obwohl ich es damals nicht wusste, waren das meine Anfänge als Psychologin. Die Frage, die ich mir stellte, betrafen Kernaspekte des Menschseins. Und als kleines Mädchen hatte ich keine Ahnung, dass ich in so guter Gesellschaft war, als ich nicht auf die Antwort kam. Na, sagen Sie mal, wie wissen Sie denn das, was Sie als kleines Kind... Also so klein war ich dann nicht, 6 oder 7. Nicht. Okay. Also nicht unmöglich. Also man nennt auch vor 2,5, nennen die meisten Wissenschaftler jedenfalls, nicht unbedingt Therapeuten, weil es Wissenschaftler nennen das unmögliche Erinnerung. Also es ist gar nicht. Es gibt auch so eine Teilzeit-Kindheitsamnesie, das ist zwischen 3 ungefähr und 7. Da kommt das dann in die Richtung. Es kann natürlich komplett falsch sein. Keine Ahnung. Okay. Ich vertraue keinen von meinen Erinnerungen, muss ich dazu sagen. Aber Sie haben sich schön erzählt. Aber so, so ist meine Erinnerung, auch wenn sie falsch ist. Das kann sein. Ja. Also das haben Sie aus Ihrer Teilzeitamnesie heraus wunderbar erzählt. Und ich möchte die Erzählung noch verlängern. Wie sind Sie dann tatsächlich Psychologin geworden? Nur ein Meilenstein vielleicht noch, dass wir noch ein kleines Bild von Ihrer wissenschaftlichen Weg kriegen. Psychologie. Ich habe Philosophie im Abitur genommen und das fand ich spannend. Psychologie gab es nicht auf meiner Schule. Und ich hatte viele Gespräche mit der philosophischen Lehrerin. Und es gibt auch ein paar psychologische Probleme, sagen wir mal, in unserer Familie. Meine Mutter ist hier vorne. Nicht meine Mutter. Aber da gibt es so ein bisschen, auf Englisch gibt es einen schönen Spruch. Research is me search. Dass man sich selbst in seiner Forschung sucht. Und ich wollte ein paar Sachen verstehen, die in unserer Familie vorkamen. Und das passte dann gut. Aus diesen schönen biografischen Gefilden gehen wir jetzt mal rüber in die Hirnphysiologie. Wir haben hier schon von Neuronen gesprochen. Und ich habe gleichfalls in Ihrem Buch gelesen, dass einer Ihrer Professoren das so wunderbar mit einer Faust visualisiert hat. Wollen wir uns mal als Neuronen begegnen und Sie sagen, was hier was ist? Das, sagen Sie, ist das Neuron. Und das wäre dann da. Das sind die Axons, Axonen. Die Axonen. Und diese langen Finger. Hier dazwischen, dazwischen. Die Dendriten. Und die Axonen sind dazwischen, die Axons. Okay. Und die Synapsen sind dazwischen. Und also, wir fangen nochmal an. Das ist die Neuronzelle. Neuronzelle? Sie sind. Oh, ich bin das. Ja. Okay, und das hier Axons. Ist, oh, dann habe ich das Axon. Verstanden. Axon. Dendriten. Ja? Dendriten. Synapsen, da wo wir uns berühren. So, jetzt ist alles klar. Also nun kommen wir ganz schnell, wir könnten das jetzt natürlich vertiefen, was sich da biochemisch zwischen den Synapsen abspielt.
und wie man das erforscht und wie man das rauskriegt. Wir müssen aber ein bisschen abkürzen und gleich mal auf ein Erinnerungsproblem kommen, nämlich das abrufinduzierte Vergessen. Mhm. Also da wird eine Verbindung zwischen zwei Hirnzellen gefunden. Das ist, repräsentiert eine Erinnerung. Mhm. Ja? Ein Erinnerungsinhalt, ein zweiter, verbunden. Mhm. So, und jetzt, ab hier können Sie bitte übernehmen und sagen, was ist nun das abrufinduzierte Vergessen? Abrufinduzierte Vergessen. Also man muss sich auch daran erinnern, dass die Sprache der Forschung ist natürlich Englisch. Das heißt, manche von den Wörtern ist Retrieval-Induced Forgetting, heißt das auf Englisch. Mhm. Ich musste das gerade übersetzen, ja, damit ich überhaupt weiß, wovon Sie sprechen. Weil im Verlag war auch das große Gespräch, übersetzen wir diese jetzt oder machen wir sie wie in der Forschung? Und es wurde dann vieles übersetzt. Damit es für Sie einfacher ist auch hoffentlich oder mehr Spaß macht. Was ist das? Das heißt, dass jedes Mal, also eine Erinnerung ist ein Netz. Ganz klar, ganz, ganz einfach, es gibt keinen einen Erinnerungsort im Gehirn. Erinnerungen sind Netzwerke, die über das ganze Gehirn gewebt sind. Und dieses Netzwerk aktiviert man dadurch, dass man einen Teil davon aktiviert. Also man denkt an Mexiko, man will sich an einen Urlaub in Mexiko erinnern, man denkt, ach, Mexiko, da fängt man an. Und guck, blululup, alles wird aktiviert, alles, was mit Mexiko zusammenhängt. Mhm. Und dann probiert man so ein bisschen vielleicht, oh, Mexiko, ach ja, ich war mit Jonathan in Mexiko. Und dann plötzlich wird alles wieder zusammengebastelt. Dieses Netzwerk, jedes Mal, dass man es wieder hervorruft, verändert man es. Das ist problematisch, weil jedes Mal, dass man eine Geschichte erzählt und vielleicht erzählt der Partner auch ein paar Details, die werden mit eingeflochten, auch wenn sie nicht stimmen, weil man weiß es ja nicht. Man erzählt die besten Teile werden immer besser. Die Geschichte wird ja immer besser, natürlich. Das macht man nicht unbedingt absichtlich, man passt sich an, wer einem gegenüber sitzt. Mhm. Sich zu erinnern ist ein sozialer Prozess. Man merkt, meine Mutter schläft ein, wenn ich über den Strand erzähle, aber wenn ich über die Liebesaffäre spreche, plötzlich ist interessant. Plötzlich wird die Liebesaffäre ausgeschmückt, das Netzwerk verändert sich und beim nächsten Mal vergesse ich, dass es überhaupt einen Strand gab und es gab nur die Liebesaffäre. Also auf jeden Fall, es verändert sich, auch wenn man das privat macht. Also es muss nicht sozial sein. Aber weil jedes Mal, dass diese Erinnerung aktiviert wird, wird sie wieder plastisch, nennen wir das. Also muss nicht sozial sein. Muss nicht sozial sein. Verstärkt kann das man auch alleine ein bisschen im Bett machen. Das bedeutet, es muss nicht einer als Zwischenredner einem da irgendwas soufflieren, sondern man kann auch einfach durch die Tatsache, dass man etwas nochmal wachruft, neu daran denkt, vielleicht ein bisschen dabei redet oder was und auch immer. Und ein bisschen überlegt, vielleicht war das doch so. Überlegt, diese Erinnerung, die da mal war, verändern. Ja. Jedes Mal wird sie wachgerufen, gelöscht oder sagen wir verändert. Neu überschrieben, kann man ja, das ja, doch, ist neu Computergleichnis vielleicht nehmen. Ja. Es wird immer aktiviert, neu überschrieben. Und so gibt es, fand ich in einem Artikel über Sie, die Geschichte, die Episode 1. Kurs 1.0, 1. Kurs 2.0, 1. Kurs 3.0, 4.0 und so weiter. Jedes Mal, wenn man dran denkt. Und die letzte Version kann sehr anders sein als die tatsächlich. Tut man etwas hinzu. Und Sie ahnen schon, dass das natürlich ein Problem bei der Frage ist, ob unser Gedächtnis uns akkurate Informationen liefert. Und was heißt dann akkurat? Das werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen. Sie haben gerade schon das Bild von dem Netzwerk betont. Sie sagen, Erinnerungen sind Netzwerke. Ich fand auch noch sehr schön Ihr Bild von der Engramm-Party. Haben wir Zeit, dass Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Also Engramme, was ist das? Und was ist diese Engramm-Party? Was wollen Sie damit verdeutlichen? Jetzt muss ich mich daran erinnern, auf die Engramme. Okay, dann helfe ich Ihnen mal ein bisschen. Also es gibt einen Erinnerungsinhalt, den nennen Sie einfach mal Engramm. Der heißt Engramm. Genau. Eine Erinnerung, ein Teil einer Erinnerung heißt ein Engramm. Das okay, ist das Wort. Also wissenschaftlich ist das das Wort. Aber Sie, und ich habe dann Buch Engramm als Sie Mensch das Spiel, das ist jetzt ein Mr. Engramm. Ja? Genau. Und der geht auf eine Party und da trifft der andere Engramme. Genau. Und manche sind ihm sympathisch, manche mag er. Mit manchen versteht er sich seit Jahren schon, weil sie seine besten Freunde sind. Und andere hat er noch nie gesehen.
Die sitzen am Nebentisch. Mhm. Wir übersetzen im Hirn irgendwo da benachbart vielleicht, gut verbunden mit der Nervenzelle. Man kannte sich bisher nicht. Mhm. Man lernt sich kennen, man ist sich plötzlich sympathisch. Mhm. Das Bild finde ich schön. Die Frage, die ich damit verbinde, ist, was ist das Äquivalent für sympathisch? Also wieso werden bestimmte Verbindungen, die ein Engramm mit einem anderen eingeht, bevorzugt? Mhm. Wo kommt es her, dass das eine das andere gerne mag? Warum flirtet man mit dem einen am Nachbartisch, aber nicht mit dem anderen? Ja. Engram mag nur bestimmte Neuronen. Ja, genau. die Frage ist gut und die Engram-Party war genau das. Die Idee war, dass ich als Menschen darstelle, was für Verbindungen es geben kann im Gehirn. Also es gibt starke alte Verbindungen, die auch physisch stark sind, also im Gehirn physisch stark sind. Und es gibt schwache. Und dann gibt es halt assoziative oder neue, die eigentlich auch nicht dazugehören zu einem originalen Gedächtnis, zu einer originalen Erinnerung. Und das sind die Nachbartisch-Freunde. Das ist, wenn man zum Beispiel mehrfach in Mexiko war oder man hat eine Freundin, die auf Mexiko war und sie erzählt jetzt ihre Geschichte. Sie überlegen automatisch, sie denken an ihre Zeit in Mexiko, hören die Zeit in Mexiko von der Freundin. Mhm. Es werden Sachen aktiviert, die sie vielleicht nicht gesehen haben. Vielleicht war sie hat irgendwelche Merkmale, historischen Sachen gesehen. Die lauter fremde Engramme. Fremde Engramme, ja? Aber sie passen. Da auf meiner Party. Auf ihrer Party. Mhm. Ja? Aber sie passen zu dem Mexiko-Bild. Mhm. Und sie im Gehirn werden sie aktiviert, gleichzeitig wie ihr eigenes Mexiko. Aber was heißt jetzt passen? Ist das reiner Zufall? Es ist nicht reiner Zufall, es passt, weil es assoziativ passt. Das heißt, es passt vom Thema zum Beispiel. Das heißt, das nächste Mal, dass Sie sich daran erinnern, können Sie zum Beispiel vergessen, dass es von der Freundin kam und nicht von Ihnen, weil die Assoziation jetzt da ist. Das heißt, vor allem Sachen oder Themen, Stücke, welche eine gesamte Narrative besser aufbauen. Sie verknüpfen Sachen, sie machen Sinn aus einer Narrative. Ach ja, deshalb war ich da und dann sind wir dahin gefahren und dann haben wir dieses historische Wasser. Ich glaube, da haben wir so ein qualitatives Kriterium zu fassen. Also, sie ergeben Sinn, es passt. Richtig, irgendwie besser, stimmiger, passender. Da könnte man noch ein bisschen nachbohren, das machen wir jetzt vielleicht nicht, aber werde ich dann mal irgendwie noch mal später tiefer drüber nachdenken. Wie kommt es, dass das eine Engramm das andere lieber mag als ein drittes? Bevor Sie jetzt gleich mit der ersten Fragerunde drankommen, meine Damen und Herren, machen Sie sich schon mal gefasst. Noch eine wahrscheinlich auch beliebte Frage, die Ihnen in Gesprächen immer wieder begegnet, nämlich die nach den Gedächtnisgenies. Manche können es, manche nicht. Ja. Und es gibt ja Extremfälle. Vielleicht gucken wir uns den einen mal an. Dafür gibt es ein Kürzel. Ich kann jetzt auch die englische Übertragung dafür verlesen. HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. Also das stark überdurchschnittliche autobiografische Gedächtnis. Da gibt es, soweit man sie wissenschaftlich kennt, rund 60 Personen. Wahrscheinlich mehr so im nordamerikanischen Kontext. Was haben die für spezielle Fähigkeiten? Ja, HSAMs nennt man sie auch abgekürzt. Wie Sam, aber mit H am Anfang. Highly Superior Autobiographical, also hochbegabte autobiografische Gedächtnisgenies. Das sind Menschen, die wir vor kurzem erst entdeckt haben. Wir wussten nicht, dass es wirklich diese Menschen gibt. Und sie können, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was haben Sie 1987 am 1. Januar zum Frühstück gehabt? Würde diese Person sagen, ja, es gab erstmal ein schönes Müsli und dann waren wir noch im Kino an dem Abend und dann, sie würde Ihnen, vielleicht sogar das Wetter, das gab es auch, ein Genie, das jeden Tag das Wetter wusste. Also nicht unbedingt wichtige Sachen, aber sie sind so spezifisch und so akkurat meistens, also hochbegabt wirklich, was ihr eigenes Leben angeht und auch das Leben von anderen. Natürlich wird das überprüft in Forschungssettings. Das wird überprüft, ja. Vor allem, weil diese Menschen oft Tagebuch führen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, führen sie Tagebuch, weil sie hochbegabt sind oder sind sie vielleicht... aber man kann jedenfalls zurückschauen und dann gucken, ja, an dem Tag haben sie das aufgeschrieben. Und Moment mal, es sind aber, das fällt mir nun gerade als ehemaliger Journalist ein, es sind auch schon mal Tagebücher im Nachhinein geschrieben gefälscht worden. Ja, haben Sie recht. Obwohl diese Menschen
meckern meistens, dass sie diese Fähigkeit haben. Und sie werden auch mit neuen Informationen getestet. Also ihnen werden neue Sachen gesagt. Und sie werden historische Fakten werden auch ganz oft probiert. Okay, also es wird überprüft. Es wird überprüft. Und es geht nur um autobiografische Angaben. Und sie sagen mal, das ist das eine Extrem oder ein Ende dieser großen Gabe, nennen wir es mal so. Das andere ist, dass jemand gerade offenbar autobiografisch nicht so gut sich erinnert, dafür ein hohes Faktenwissen hat. Und das findet man oft unter den sogenannten Savants. Wollen Sie das noch kurz als Inselbegabung nennt man das. Inselbegabung, die natürlich längst nicht alle, aber manche, wie heißen sie noch, Menschen mit Rain Man, sagen Sie doch. Gedächtnis. Autismus. Autismus, danke. Ist das das Wort? Ja, das war nur ein Test. Da passte die Assoziation nicht. Ja. richtig. Und man könnte sagen, dass die sozusagen das Gegenteil sind auf der anderen Seite des Spektrums. Und das sind Menschen, die sich meistens überhaupt nicht oder sehr wenig an ihr eigenes Leben erinnern können und minder begabt sind, was ihr autobiografisches Gedächtnis angeht. Aber dann können sich an alle Nummern erinnern oder können plötzlich, sind Mathe-Genies oder können sich sofort an ein Klavierstück erinnern. Also es scheint, dass es vielleicht nicht beide gleichzeitig hochbegabt geben kann. Mhm. Bei diesen Menschen haben wir noch nicht gefunden. Bei beiden sagt man, ist es problematisch. Mhm. Weil natürlich Autismus ist natürlich auch nicht so gewollt. Mhm. Und hochbegabte autobiografische Menschen sagen meistens, dass sie das lieber nicht hätten. Mhm. Also diese Hochbegabung, sagen Sie, ist ein Problem. Jetzt reden wir mal von den Menschen in der Mitte. Und da gibt es doch auch welche, die können sich besser erinnern als andere. Mhm. Was ist denn nun eine Grundbedingung für gutes Erinnern und gutes Gedächtnis? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Erster Schritt. Aufpassen. Wenn Sie sich an etwas erinnern wollen, müssen Sie aufpassen. Sie können nicht gleichzeitig auf Facebook sein und irgendwie woanders in Gedanken, Sie sind schon beim Abendessen vielleicht. Sie müssen aktiv sich aufpassen und merken, was vor Ihnen gerade geschieht, weil das ist der erste Schritt. Ich sage gerne, dass Aufmerksamkeit der Kleber ist zwischen der Realität und dem Erinnern. Wir brauchen diesen ersten Schritt. Und Sie wären wahrscheinlich überrascht, wie wenig Sie überhaupt aufpassen. Manche wissen es, manche nicht. Aber das ist ein großer Grund, warum Sie auch Namen nicht meistens sich nicht erinnern. Weil Sie schütteln zum ersten Mal jemanden die Hand, er sagt den Namen, aber Sie passen auf alles andere auf. Es ist so viel gleichzeitig. Sie schauen, was er anhat, was er sagt, wie er riecht, vielleicht. Sie passen auf die Umwelt auf und Sie haben gar nicht wirklich auf den Namen geachtet. Und so hat er dann noch nie eine Chance, der Name. Mhm. So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie ja so lange aufgepasst. Nun werde ich mich mal mit diesem Mikrofon in Ihre Mitte begeben. Nochmals die Erinnerung daran, wir reden jetzt mal über alles Allgemeine, erinnern und vergessen, was wir hier bisher besprochen haben, die Kriminalfälle und aktiv gefälschten Zeugenaussagen und so etwas. Das kommt gleich. Also auch bitte noch nicht in Ihren Fragen. Das können Sie dann in der zweiten Runde aber gerne anbringen. So, jetzt gehe ich hier einfach mal da hinten. Sie guckt mich eine Hand an und dann komme ich doch mal zu Ihnen. Und reiche Ihnen das Mikro. Ja, vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Sascha Hagemann und ich habe die Frage, wie kann ich mich gut erinnern? Sie sagten ja gerade was dazu, man muss aufmerksam sein. Mich würde dahingehend noch weiter interessieren, in welcher Verfassung sollte ein Mensch denn sein? Sollte er ausgeschlafen sein, vielleicht gerade gegessen haben oder sollte das die letzte Mahlzeit auch länger her sein? Ja. Das beeinflusst ja schon die Tagesform eines Menschen. Also unter welcher Verfassung sollte er optimalst befragt werden, damit er sich auch erinnern kann? Eine gute Antwort für. Und zwar, Schlaf ist ganz wichtig. Da rede ich auch über in dem Buch, dass Schlaf ganz wichtig ist, um Langzeitgedächtnis vor allem zu formen. Aber zudem, Sie wollen sich in der Situation oder physisch in der Situation befinden, wenn Sie etwas lernen, wo Sie sich später daran erinnern wollen. Sagen wir mal, Sie studieren für einen Test. Sie wollen in derselben Verfassung sein dann, wie Sie auch dann getestet werden. Das heißt, wenn Sie um 8 Uhr morgens den Test haben, sollten Sie um 8 Uhr morgens studieren. Wenn Sie immer Kaffee trinken vorm Lernen, sollten Sie vor dem Test Kaffee trinken. Das heißt, auf Englisch heißt das State-Dependent
memory. Das heißt, unser Körper ist am besten und kann sich am besten erinnern, wenn er im gleichen Zustand ist, wenn er sich erinnert, wie als er etwas gelernt hat. Dasselbe mit Aufschreiben. Wenn man getestet wird schriftlich, schriftlich lernen. Okay, die nächste Frage. Ja, nun gibt es in meinem Buch meiner Erinnerungen eine ganze Reihe von Erinnerungen, auch die ich gar nicht so gerne habe, mit denen ich auch schwer leben kann und die mir vielleicht sogar schaden. Was mache ich mit diesen Erinnerungen? Oder die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist, wie kann ich selber gestalterisch auf meine Erinnerungen einwirken, dass nachher die Geschichte dabei herauskommt, die ich auch gerne hätte. Ja. Sie lachen. Am Ende meines Buches schlage ich das vor, dass Sie selber, es ist, Ihre Vergangenheit ist eine Fiktion. Finden Sie doch lieber Ihre eigene. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erinnern Sie sich doch an die bessere Version. Wenn Sie sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, erinnern Sie sich doch an die Teile, wo es besser, etwas besser war. Also ich erlaube Ihnen einen kreativen Zugang, vor allem was verbessern, vor allem was nicht jetzt Kriminelle, da gehen wir gleich hin, was persönlich vielleicht wichtige Erinnerungen angeht, aber vielleicht nicht was ganz hinten vorne. Andere betreffende wichtige Ereignisse angeht. Aber ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel, also etwas, was ich bewiesen habe in meinen Studien, ist, dass man Vorstellungen und Erinnerung kaum unterscheiden kann. Das heißt, wenn Sie sich etwas wiederholt vorstellen, kann es die Erinnerung beeinflussen, kann es aber auch eine Erinnerung hervorzaubern. Das heißt, wenn Sie sich mehrfach falsch an etwas vielleicht absichtlich erinnern, könnte es diese Erinnerung langsam verändern und sie wird dann so, wie Sie möchten. Der Herr ganz hinten vor der Tür. Ja, ich würde da den Ball gerne aufnehmen. Rainer Lehmann ist mein Name. Die Frage ist, kann ich auch bewusst vergessen? Oder andersrum ausgedrückt, habe ich eine maximale Speicherkapazität, wo dann irgendwann anders was verdrängt wird, sodass diese unangenehmen Dinge nicht überschrieben werden, verschönert werden, sondern wirklich vergessen werden. Und das auch im hohen Alter. Ja, vergessen über die Verdrängung, da habe ich auch viel zu sagen. Da müssen wir das Buch für lesen, da haben wir, glaube ich, keine Zeit für. Ich bin kein großer Freund der Verdrängungstheorie. Aber vielleicht haben Sie es auch nicht genauso gemeint, wie Freud es damals meinte. Die Idee, dass wir vielleicht Sachen komplett vergessen können, wir tun es ja ständig. Wir vergessen ja zum Glück viele schlechte Sachen, die uns passieren. Automatisch. Aber das ganz zu vergessen ist ja, da bin ich mir nicht sicher, weil eine Erinnerung ist sehr komplex und ist sehr groß. Und sie einfach wegzunehmen ist schwierig. Aber was Gedächtnishacker oder falsche Erinnerungsforscher gerade machen, ist, dass sie das Traumata rausschneiden. Was eine Erinnerung traumatisch macht, hat nichts, es gibt keine Situation, die objektiv traumatisch ist. Zum Glück. Weil sonst wären wir, glaube ich, alle in schlechter Verfassung. Aber was etwas traumatisch macht, ist die emotionale Reaktion. Und was gerade Forscher erfolgreich machen, ist, dass sie die Emotion rausschneiden, dass sie die Emotion manipulieren. Das heißt, man erinnert sich an das Ereignis, aber die Angst ist weg, die Trauer ist weg. Und da gibt es gerade ein paar Menschen, die mit Drogen sowas machen. Es gibt ein paar Mäuse, die mit Mäusen arbeiten und mit Laserbeams in Mäusen rumhacken. Das ist vielleicht nicht ganz so gut für Menschen, aber in Extremsituationen vielleicht auch nützlich. Aber vielleicht kann man es auch mit Interviews machen, wie ich das mache. Wir haben noch Zeit für etwa zwei Fragen. Deutliche Meldung, Sie kommen noch dran. Hier vorne wurde sich sehr frühzeitig gemeldet. Ich wollte gerne auch wissen, wie weit der emotionale Faktor eigentlich der entscheidendere ist oder Ihr Interesse. Und dann würde mich interessieren, es gibt ja Traumatisierungen aus Kriegserlebnissen, jede Menge. Wie schneidet man das raus, sodass Sie gerade noch einen Film haben als... Aber das ist genau die Anwendung, die gerade erforscht wird. Also da haben Sie genau recht. Das gibt's doch gar nicht. Da arbeiten wir aber gerade dran. Also vielleicht wird es bald geben. Also falsche Erinnerungstherapie. Vielleicht können Sie sich da bald... Wir schließen gleich noch eine Frage an. Ja. Ich glaube, meine Frage passt zu Ihrer. Die Lebensaltersgrenze für mögliche oder unmögliche Erinnerungen. Ist die unabhängig davon, um was es geht? Ja. Oder kann es sein, dass besonders einschneidende Ereignisse, die man erlebt hat,
dann möglicherweise doch erinnert werden, obwohl die Grenze da eigentlich... Nein. Also mit anderen Worten... Unmöglich. Vor dem Alter. Einschneidend. Emotion ist kompliziert. Also zu viel Emotion ist schlecht, weil dann ist man komplett... Macht man überhaupt... Dann kann das Gehirn überhaupt keine Erinnerung erschaffen. Und zu wenig ist natürlich schlecht, weil man dann gelangweilt ist und dann macht man auch keine Erinnerung. Aber nur weil es einschneidend ist, heißt es zum Ersten nicht, dass es stimmt. Weil im Labor haben wir schon einige einschneidende Erlebnisse erschaffen, wo wir wissen, dass sie nicht stimmen. Aber Menschen sind sehr überzeugt davon, dass sie doch stimmen. Und vor 2,5, wenn es sich so anfühlt, als wenn man sich an etwas erinnert. Es kann ja sein, dass etwas passiert ist vor einem bestimmten Alter. Und dass jemand, das vielleicht ein Elternteil oder jemand anders einem das erzählt hat und dass man sich das vorstellen kann. Das heißt, es kann stimmen, aber es ist nicht die eigene Erinnerung, auch wenn es sich extrem emotional anfühlt. Gut. Tut mir leid, das ist jetzt hier ein... Ja, aber ich kann leider nicht jeden dran nehmen. Hier vorne wurde sich auch schon sehr früh gemeldet. Tut mir leid. Ich würde interessieren, es gab ja Gauss als unglaublichen Mathematiker, der Zahlen multiplizieren konnte, also der ein unglaubliches Kurzzeitgedächtnis haben musste. Mhm. Ist das eine Form des Autismus? Kann sein, man kann es aber auch trainieren. Das heißt, es gibt auch ein Erinnerungs-Championship, den Welt-Championship der Erinnerung, wo man sich dann zum Beispiel zwei ganze Packs von Karten in der Reihe nach erinnern muss. Und dann muss man bestimmte Nummern muss man sich erinnern. Und das kann man trainieren. Also das hat mit dem Chunking wieder zu tun, dass man Sachen in größere Teile stückeln kann und sich andere Mnemonics oder Erinnerungsvorweisen kann man sich antrainieren. Das heißt, da weiß man nicht, kann Begabung sein, kann aber auch antrainiert sein. So, das war jetzt auf beiden Seiten so knapp und klar, dass ich jetzt noch eine Ausnahme von der Ausnahme mache. Mein Name ist Hubert Knigge. Ich habe mal eine Frage, wie kann es entstehen, dass ich nun einen Mitarbeiter, der mir gerade neu vorgestellt wird, als sympathisch oder unsympathisch empfinde? Okay, das hat eher mit der Wahrnehmung zu tun, aber hat auch mit dem Erinnern zu tun. Das heißt natürlich, wenn man jetzt Evolution anschaut, da gibt es natürlich Feind oder Nicht-Feind, kann ich diesen Menschen trauen. Und da verlassen wir uns natürlich auf Stereotypes, also ne, Vorurteile, was natürlich schlecht sein kann oder vielleicht gut sein kann. Aber wo die Erinnerung da reinkommt, ist, dass wir zum Beispiel von den Medien auch stark beeinflusst werden. Diese Arten von Menschen, die sehen so aus, die sind böse. Böse, 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 gut, 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 böse, böse, böse. Und man erinnert sich, man hat dann quasi eine Mischung aus solche Menschen sind böse und solche Menschen sind schlecht. Und das ist etwas kulturbedingt natürlich, weil in jeder Kultur ist diese Mischung anders, was einem ständig untergejubelt wird. Das sind die Schlechten, das sind die Guten. Aber da kommt die Erinnerung dann automatisch auch mit rein. Also in unsere Wahrnehmung. In unserer Wahrnehmung spielt unsere Erinnerung auch ständig eine wichtige Rolle. Okay, und zum guten Schluss dieser Runde. Frage. Okay. Woher wissen Sie, was Sie wissen? Mit anderen Worten, was sind Ihre Basic Research Methods und Instruments? Wenn Sie sagen, das Gedächtnis ist über das Hirn verteilt, how do you know? Neurowissenschaft? Neurowissenschaft? Also man kann es ja sehen. Ich mache keine Neurowissenschaft selber. Aber ich weiß, dass ich meine Methode, das ist keine einfache Frage, das ist eine lange Frage, aber in meinen Methoden mache ich Interviews, aber ich verlasse mich dabei auf den anderen Forschern, die schon vor mir gefunden haben, dass durch fMRI und durch MEG, was sagt man das überhaupt auf Deutsch? Magnetresonanz. Tomographie. Magnetoencephalography. Ja. Functional Magnetic Resonance, also durch verschiedene Arten von Neurowissenschaft kann man ganz ausführlich sehen, dass diese Netzwerke durchs Gehirn durchgehen. Die Methode, die Sie selber anwenden, da werden wir jetzt ja gleich Einblick nehmen. Also das beantwortet dann vielleicht auch ein bisschen Ihre Frage, denn das ist ja, wie schon erwähnt, Ihre eigene Forschung, diese gefälschten, falschen Erinnerungen. Wir steigen jetzt mal ein in die zweite Runde. Wir haben ja gleich noch eine Fragerunde mit einem kleinen Video. Und dazu bitte ich jetzt, den Film mal abzuspielen. Der gibt mal einen kleinen Überblick über das Thema des heutigen Abends und auch schon eine Vorausschau über das, was gleich kommt. Haben Sie ein gutes Gedächtnis? Überlegen Sie nochmal.
Was wäre, wenn Sie eines Morgens aufwachen und sich nicht mehr daran erinnern könnten, was Sie jemals getan haben oder gedacht oder gesagt? Wären Sie dann noch Sie selbst? Unser Gedächtnis formt das, was wir meinen, erfahren zu haben und von dem wir glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird. Wenn wir also unsere Erinnerungen in Frage stellen, hinterfragen wir das Fundament unserer eigenen Identität. Jeder von uns kennt Gedächtnislücken. Wir können Kindheitserlebnisse vergessen oder wir wissen vielleicht nicht mehr, wie die Person hieß, die wir schon so oft getroffen haben. Aber wir alle haben das Potenzial zu noch viel gravierenderen Erinnerungsfallen. Wenn wir in die Gedächtnisforschung eintauchen, sehen wir, auf welch erstaunliche Weise unser Gehirn in die Irre geführt werden kann. Die Wissenschaft hilft uns zu verstehen, wie wir Erinnerungen von anderen stehlen können, wie es dazu kommt, dass Unschuldige ein Verbrechen gestehen, das niemals stattgefunden hat, und wie wir unsere Geschichte radikal verändern können, indem wir unerwünschte Erinnerungen löschen und sie mit neuen überschreiben. Nur wenn wir die Mechanismen unseres Gedächtnisses begreifen, lernen wir, wie wir Erinnerungsfallen vermeiden. Aufregend und verstörend zugleich. Die Forschung über falsche Erinnerungen fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie viel wir jemals über uns selbst wissen können. Wollen Sie mehr erfahren? Lesen Sie mein neues Buch, Das trügerische Gedächtnis, bei Hansa. Gut, dann muss ich das ja nicht mehr sagen. Da gibt es auch viele Methoden drin, sehr viele. Ich rede sehr viel über die Forschung. Also reden wir, ja, in der Tat, das kann ich bestätigen. Da ist viel auch von Methoden die Rede und es ist sehr viel aktuelle Forschung darin auch zitiert, mit Brief und Siegel und allen Namen zum Auffinden und Nachvollziehen. Reden wir über die False Memories, die falschen Falsche Erinnerungen. Ja. So, und da gibt es Faktoren, die die Erinnerung verzerren. Teils sind sie ja schon besprochen, teils aber auch noch nicht, weil wir jetzt ein bisschen mehr die Perspektive einnehmen, was geht richtig schief schon in dem Moment, wo die Erinnerung angelegt wird oder auch was passiert danach. Mhm. Und dass das wichtig ist, das zeigt sich natürlich insbesondere in Rechtsfällen, in Fällen, wo Menschen vielleicht auch zu Unrecht verurteilt worden sind. Sie beziehen sich da auf das Innocence Project. Was ist das? Das Innocence Project ist ein Projekt, vor allem in Amerika, aber auch in anderen Ländern inzwischen, welches durch DNA-Beweise im Nachhinein, also historisch, Fälle anschaut und beweist, dass bestimmte Menschen jedenfalls nicht durch DNA-Beweise nicht da waren meistens. Also es sind meistens ganz konkrete Fälle, sie machen auch nur DNA-Beweise, also sie benutzen nichts anderes. Und vor allem von Fällen, die halt vor DNA, also Menschen, die vor DNA verurteilt worden sind. Und jetzt gehen sie rein und sagen, das ist nicht dieser Mensch, das kann er nicht gewesen sein. Meistens er. Meistens ja, und es gibt ja eine erstaunliche Zahl von Menschen, die durch diese Erbgutanalysen rehabilitiert worden sind. Nämlich über 300, 337 Menschen, die im Schnitt wohlgemerkt 14 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen haben. Und Sie sagen, das ist bei 75% dieser zu Unrecht Verurteilten daran gelegen hat, dass sich hier irgendjemand falsch erinnert hat, daran gelegen hat, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. Die Mechanismen, die Sie dann benennen, vielleicht, ich nenne Ihnen mal drei und Sie suchen sich den aus, den Sie jetzt am liebsten erläutern würden. Okay. Das ist zum einen, die Prosopagnostiker, die Leute, die sich nicht zutreffend an Gesichter erinnern können. Da gibt es ein populäres Buch, Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. So weit kann das gehen. dann gibt es die Überlegenheitsillusion. Die könnte ich mir denken, ist sehr verbreitet. Ich fand irgendwie mich auch nicht frei davon. Also am liebsten hätte ich Sie würden darüber reden. Und es gibt die Illusion der asymmetrischen Einblicke. Oh, sind alle schön. Okay. Wir können alle reden, aber wir haben die Zeit nicht, oder? Glaube nicht. Fangen Sie doch mal mit der Überlegenheitsillusion. Die Überlegenheitsillusion. Denken Sie ans Autofahren. Sie sind auf der Straße, Sie fahren Auto. Wer ist der beste Autofahrer? Sie selbst.
Alle anderen sind bescheuert und was machen sie hier? Genauso ist das mit dem Gedächtnis. Wir glauben alle, dass wir überdurchschnittlich sind. Wir meinen sowieso, wir sind überdurchschnittlich attraktiv, wir sind überdurchschnittlich begabt, intelligent, alles. Es hat mit vielen verschiedenen Faktoren hat es einen Einfluss. Ja. Und mit dem Erinnern ist das nicht anders. Das heißt, wir meinen oft, dass wir eine bessere Erinnerung, ein besseres Gedächtnis haben, als wir es tatsächlich tun. Sie sagen das so, aber es gibt zu fast jedem Satz ja immer Untersuchungen, Tests, Befragungen. Und gerade bei der Überlegenheitsillusion fand ich so nett die Befragung von Partnern in Ehen oder überhaupt Partnerschaften, wo man dann zum Beispiel fragt, wer plant bei euch zu Hause die Verabredungen? Zu Partys mit Freunden und so etwas. Ja. Und mit wie viel Zeitanteil? Und dann sagen die Frauen, ich zu 90%. Und die Männer sagen, ich zu 50%. Und das addiert sich zu 140% und geht irgendwie nicht. Jeder meint, er macht mehr. Ja. Ja. Und so auch bei Arbeit im Haushalt und ähnliches mehr. Man sieht eben das, was man selber tut und bewertet das höher. Als das, was der andere tut. Aber wenn es um Erinnerungen geht, kann das natürlich problematisch sein. Weil vor allem in extremen Fällen hat man auch diese Idee, dass man sich selber doch so gut dran erinnern kann. Aber ich bin mir sicher, dass ich diesen Mann gesehen habe. Ich bin mir sicher, dass das so passiert ist. Mhm. Und wenn man nicht einsieht, dass man selber auch Fehler machen kann, und auch wenn man sich sicher ist, dass es Fehler geben kann, dann kann man Unschuldige ins Gefängnis stecken. Ja, und es geht ja auch um Überlegenheitsgefühle auf Seiten der Vernehmenden, auf Seiten der Police Officers und Detectives und so, die in Amerika mehr noch als in Deutschland ja auch sehr robust befragen dürfen. Was kann da schiefgehen? In Deutschland gibt es wohl keine falschen Geständnisse. Unmöglich. In Japan gibt es auch keine. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch eine Einsichtslücke. Aber manchmal redet man mit Polizisten drüber, ja, ab und zu haben sie ja den Falschen. Ja, aber nicht so oft, das passiert ja nicht wirklich. Und da sieht man, dass man oft Tunnelblick bekommen kann, weil man will unbedingt, also als Polizist vor allem, man will den Richtigen vor sich haben, man will den Richtigen ins Gefängnis stecken. Das ist klar, das ist auch gut meistens. Mhm. Aber manchmal geht man ein bisschen auf Monsterjagd und sieht nicht die Beweise, die zeigen, dass dieser Mensch vielleicht unschuldig ist. Und da in diesem Prozess kann es dazu kommen, dass man auch Zeugen vielleicht beeinflusst, dass sie vielleicht ihre Geschichte etwas verändern, auch wenn man das nicht absichtlich macht. Mhm. Ein Beispiel, dass Sie da ja selbst wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Spur Ihrer wissenschaftlichen Biografie gesetzt hat, ist zugleich auch ein sehr ernstes Beispiel. Da geht es um sexuellen Kindesmissbrauch und Anschuldigungen gegen zunächst einen Verdächtigen. Können Sie ein bisschen erzählen, was da schiefgegangen ist? Ja, also es war in einem in einer Grundschule? Nee, nicht Grundschule. Grundschule würde man jünger. Sagen. Noch jünger, jünger. Kindergarten. Kindergarten, nein, Kindergarten. Ja. Hat ein Kind, kam nach Hause und hat nach Befragung von den Eltern und dem Bruder von der Mutter, sie sagte, ja, mein Kind benimmt sich irgendwie komisch, frag ihn doch mal, ob er mal missbraucht wurde. Weil du wurdest ja auch, und das kam dazu, du wurdest doch auch als Kind missbraucht. Redet doch mal mit ihm. Der Bruder redet mit dem Kind, das Kind sagt, ja, es gab da mal, nach langer Befragung wohl, es gab da eine Situation, da hat dieser Lehrer, Tuki, meine Unterhose runtergezogen. Und das war's. Polizei wurde angerufen, Tuki wurde sofort... Der hatte sich in die Hose gemacht, oder was? Genau, und Tuki sagte, dann kam natürlich die andere Seite raus, er hatte sich in die Hose gemacht und er wurde dann sauber gemacht und wurde dann neu angezogen. Aber daraus kam dann eine riesen Investigation. Alle Kinder wurden befragt, alle Eltern wurden, eine Liste wurde ihnen gegeben. Schauen Sie auf diese Symptome von Kindesmissbrauch, die gibt es übrigens nicht so klar. Es gibt kein Symptom, wo man sagen kann, das heißt, dass dieses Kind missbraucht wurde.
da gibt es auch noch große Probleme in der Gesellschaft. Weil nicht, viele eindeutig meinen, nicht eindeutig Symptome ja. nur dafür, sondern das genau. kann alles Mögliche bedeuten. Es gibt natürlich ja. Correlations, es gibt natürlich ja. Zusammenhänge. Aber jetzt mhm. zu schauen, das macht mein Kind, es benimmt sich komisch, kann man nicht jetzt immer, man kann nicht nie klar sagen, dass das von Kindesmissbrauch kommt. Aber das haben sie gemacht. Und mit Sozialarbeitern wurden dann alle Kinder befragt. Und es kamen Geschichten raus. R2-D2 hat uns angefasst, es flogen Menschen um den Raum. Und die Eltern und die Befragenden haben natürlich gesagt, ja, das ist, weil Kinder, die verstehen das nicht. Anstatt kritisch zu denken, ja, vielleicht erfinden sie das gerade. Und im Endeffekt sind Tuki und seine Familie, die auch da gearbeitet haben, wurden dann ins Gefängnis gesteckt wegen dieser Aussagen. Und nach einigen Jahren wurden sie dann auch wieder rausgelassen. Mhm. Weil dann die Justiz gesagt hat, hier waren große Probleme in den Befragungsmethoden und das stimmt so nicht. Wenn ich Sie recht verstehe, ist es gar nicht Ihr Anliegen, da zu urteilen, was nun wirklich war. Aber eines scheint ja eindeutig zu sein, dass diese Befragungsmethoden Richtig. Und diese suggestive Art, Listen Eltern an die Hand zu geben, um mal so nach Checkliste zu überprüfen, das eigene Kind vielleicht auch missbraucht sein könnte. Mhm. Das war so eins der Details, was Sie kritisieren und was eben auch zu solchen falschen Erinnerungen dann beitragen kann. Genau, ich kann nie sagen, also ich arbeite viel mit Fällen, die nicht ganz so dramatisch aussehen, obwohl manchmal auch sehr dramatisch aussehen. Und in diesen Situationen kann ich nie sagen, ob etwas passiert ist oder nicht. Aber ich kann sagen, dass die Befragungsmethode hochproblematisch war, dass es suggeriert wurde, dass es große Probleme gab, die einfach der Justiz nicht ansprechend genug sind und dass man hier vorsichtig sein muss oder dass es vielleicht sogar gar nicht passiert ist. Mhm. Eine andere Gefahr liegt in dem Mechanismus der verbalen Überschattung. Das finde ich auch noch interessant, bevor wir auf Ihre ganz eigene Arbeit kommen. Mhm. Sie schildern ja vieles natürlich von der Arbeit anderer Kollegen. Mhm. Und dazu gehört eben auch dieser Mechanismus der verbalen Überschattung. Mhm. Verstehen Sie? Ja, was, ja, verbal overshadowing. Okay, all right. Also, was ist das? Verbal overshadowing, die verbale Überschattung? Ja, Überschattung. Das ist, dass wenn man etwas in Worte zusammenfasst, dass man etwas verbalisiert, man spricht es aus, auch wenn man es nicht wirklich ausspricht. Man setzt es in Wörter zusammen, anstatt als Erfahrung, könnte man sagen. Sobald man das tut, ist die Kritik, dass man jetzt zwei Erinnerungen hat. Man hat jetzt die originale Erfahrung, könnte man sagen, als natürlich Repräsentation im Gehirn. Und man hat die Erinnerung an die Zeit, wo man das dieser Person erzählt hat oder wo man darüber nachgedacht hat und es verbalisiert hat. Das sind zwei verschiedene, natürlich überlappende, aber verschiedene Repräsentationen im Gehirn. Und das Problem ist, oder man könnte sagen das Gute, aber Fakt ist, dass das Verbale einfacher ist, dass man drauf greift. Das heißt, das nächste Mal, dass man sich erinnert, ist es so, dass das Verbale das andere überschattet, und man erinnert sich an die Erzählung anstatt an das originale Erlebnis. Und das ist natürlich auch wieder problematisch, wenn man zum Beispiel beim ersten Mal etwas verbalisiert und ein Polizist mit Tunnelblick sagt, ja, aber so war es doch und so war es doch und so war es doch. Plötzlich verbalisiert man es auf die bestimmte Art und beim nächsten Mal ist diese Erinnerung stärker als die andere und man kann sich gar nicht mehr an das originale Ereignis erinnern. Wenn wir den Polizisten sogar noch mal weglassen und allein nur diesen Fakt betrachten, dass etwas verbalisiert wird. Das finde ich schon sehr interessant und es ist ja auch eindrucksvoll nachgewiesen worden. Weiß ich natürlich nur aus Ihrem Buch, veröffentlicht 2014. 100 Wissenschaftler waren beteiligt. Yeah. 33 Labors haben mitgearbeitet und die Versuchsanordnung war, ich hoffe, ich gebe sie jetzt richtig wieder, relativ einfach. Sollten sich verschiedene Gruppen von Probanden ein Video von einem Banküberfall angucken, 30 Sekunden lang. Dann sollte eine Gruppe der Probanden das Gesicht des Bankräubers beschreiben, in Worten. Ich glaube, es wurde niedergeschrieben. Das ist jetzt diese Verbalisierung. Das eine ist der visuelle Eindruck oder das, sagen wir, vermittelte Erleben des Videos und dann die Beschreibung in Worten, die Verbalisierung. Jetzt wurden denjenigen, die beschrieben haben und denjenigen, die nicht beschrieben haben, Fotos von dem Täter gezeigt. Und sie sollten erkennen,
wer der Täter ist. Ach so, was da zu beschreiben war, übrigens, sorry, war das Gesicht des Täters. Also vorher in Worten aufschreiben, wie sah der Täter aus, nachher sich Foto angucken, welcher ist es denn nun? Diejenigen, die es aufgeschrieben hatten, lagen signifikant daneben und diejenigen, die es nicht aufgeschrieben hatten, haben es besser wiedererkannt. Und das in vielen, vielen Testreihen, wie gesagt, 100 Wissenschaftler beteiligt. Das scheint eines der größten Experimenten. Es war eine Replikation. In Psychologie gibt es gerade eine Replikationskrise. Das heißt, es werden nicht genug Studien wiederholt. Und wenn sie wiederholt werden, klappen sie manchmal nicht. Das ist nicht nur in Psychologie, das ist in der ganzen Wissenschaft gerade ein Problem. Aber das war dagegen. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen das jetzt international mit Tausenden von Probanden und wir schauen, ob es diesen Effekt wirklich gibt. Und warum ist jetzt die Frage, warum ist das Aufschreiben schlecht, vor allem für Gesichter? Wenn Sie sich an ein Gesicht erinnern, denken Sie wahrscheinlich nicht an, wie weit die Augen auseinander sind oder wie rund das Gesicht ist. Oder Sie beschreiben wahrscheinlich die Augenfarbe, die Haarfarbe, ne? die Basics. Das Problem ist, dass es natürlich viele Menschen gibt, die wahrscheinlich dieser Beschreibung passen. Und sie verlieren vielleicht Assoziationen, andere Sachen, die im Gesicht wichtig sind, für die wirkliche Wiedererkennung. Es ist irgendwie ein bisschen betrüblich, dass das Aufschreiben von Eindrücken einen solchen Effekt hinterlässt. Also eigentlich liebe ich sowas und lese es auch gerne. Aber es kann auch gut sein, weil ich empfehle jetzt meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel einen wichtigen Moment erlebe und ich möchte mich unbedingt an diesen Moment später erinnern, haben wir alle, ich möchte mich für immer an dies, was auch immer erinnern. Man sitzt da. Ich bin inzwischen derjenige, der sagt, ich werde das eher verbalisieren. Am liebsten, ich verbalisiere es sofort. Was empfinde ich jetzt? Weil dann, wenn man sich nächstes Mal wieder draufgreift, hat man mindestens die Originalverfassung, die man dann schon beschrieben hat. Also wenn Sie sich unbedingt an sich Situation erinnern wollen, verbalisieren Sie es sofort. Ich mache das sogar für, wenn ich meinen Weg finden soll. Ach ja, links an dem großen, was auch immer, rechts an dem, weil dann hat man wieder zwei Gedächtnisse. Man hat die Erinnerung, die man verbalisiert hat, und man hat das Physische. Sehen Sie, jetzt werden wir doch noch ganz handgreiflich und pragmatisch. Ein paar Tipps. Das ist doch, kommen hier richtig mit Added Value wieder raus. Jetzt kommen wir aber mal richtig zu Ihrer eigenen Forschung. Sie bezeichnen sich als Gedächtnis Hackerin, Memory Hackerin, Hacker, Memory Hacker, I'm a Memory Hacker. So what is that? What is a Memory Hacker? Yes, please. Ich bin ein Erinnerungshacker, weil ich absichtlich Ihre Erinnerung verändern kann. Wir sind alle Erinnerungshacker unabsichtlich, weil wir es ständig miteinander tun. Ich sage auch gerne, dass die Frage ist nicht, ob unsere Erinnerungen falsch sind, sondern wie falsch sind unsere Erinnerungen, weil alle Erinnerungen könnten falsch sein und Teile sind ganz bestimmt sogar falsch. Aber ich mache das absichtlich. Und zwar mache ich das nicht nur mit Details, sondern ich pflanze ihnen ganze Ereignisse ein. Ich überzeuge sie davon, dass sie etwas Emotionales erlebt haben in ihrer Jugend, das nie wirklich passiert ist. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie das gemacht haben mit Ihren Probanden in Kanada. Genau. Am Ende waren es 60, 30? Es waren 60 Probanden, ja. 60 Probanden. Durch was für Prozeduren sind die gegangen? Ja, es hört sich immer an wie Brainwashing oder als wenn ich sie dahin foltern muss und es aussehen raus. Nee, meine Uni hätte das nicht zugelassen. Es ist ganz einfach, Menschen zu überreden, dass sie etwas gemacht haben, was nie passiert ist. Erster Schritt. Sie wissen etwas über diesen Menschen, welches dieser Mensch wohl selber nicht weiß. Ich habe in diesem Fall die Probanden vorher gescreent, das heißt, ich habe die Eltern kontaktiert, das sind Universitätsstudenten gewesen, die im Durchschnittsalter 20 Jahre alt waren. Ich habe die Eltern von diesen Probanden vorher angeschrieben und gefragt, was zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr passiert ist. Musste schauen, dass sie auch nicht die Zählereignisse erlebt haben, die ich ihnen einpflanzen wollte. Das heißt, beide Elternteile mussten sagen, das ist nicht passiert, es ist auch davor und danach nie passiert. Und sie mussten mir eine echte Erinnerung geben. Das heißt, eine echte Erinnerung aus demselben Zeitalter und den Namen von dem besten Freund und wo sie gewohnt haben. Vielleicht noch zum Verständnis, so gibt es ja vieles, kann man ja zwischen 11 und 14 erleben. Also Sie haben wahrscheinlich nach ganz bestimmte kritischen, emotional besetzten, einschneidenden Erlebnisse. Also attackiert von einem Hund, etwas Großes verloren, sich stark verletzt,
Oder drei Kriminelle, etwas gestohlen mit Polizeikontakt, jemanden geschlagen mit Polizeikontakt oder jemand mit einer Waffe geschlagen mit Polizeikontakt. Würden sich die Eltern wahrscheinlich daran erinnern? Ja, das wollten sie ausschließen, das richtig. Durfte ihren Probanden nicht passieren. Richtig. Und ich habe dann per Zufallverfahren habe ich die Probanden dann in diese sechs Situationen aufgeteilt. Aber ich konnte halt nur Menschen nehmen, die diese angeblich nicht hatten. Ja. Schritt 1. Die Probanden wussten also, dass ich die Eltern vorher kontaktiert hatte. Sie wussten auch, weil ich immer mit der echten Erinnerung angefangen habe, sie wussten, dass ich etwas über sie wusste. Als ich dann ankam und sagte, ja, ihre Eltern haben gesagt, als sie 14 Jahre alt waren, haben sie jemanden geschlagen, die Polizei hat ihre Eltern angerufen, sie waren mit ihrem besten Freund, echtes Detail, echter Name, sie waren in ihrer Heimatstadt, Name von der Heimatstadt, woran können sie sich erinnern? Und wenn natürlich dann alle Probanden, zum Glück könnte man sogar sagen, mich erstmal verdutzt angeguckt haben, wovon reden sie, war dann, ach ja, das ist okay, ich nenne es ungern Verdrängung, aber wir schieben ja manchmal schlechte Erinnerungen zur Seite. Wollen Sie denn nicht etwas ausprobieren, das es wieder ausgraben kann? Natürlich sagt jeder ja. Das ist eine rhetorische Frage fast. Vielleicht müssen wir kurz vorher noch sagen, ich glaube, das ganze Setting, das Ziel Ihrer Studie, glaubten die Probanden, war, verschüttete Kindheitserlebnisse wieder hervorzuholen. Darum waren die da. Darum waren sie natürlich auch kooperativ. Ja, weil sie wussten, und ich hatte ja recht mit der anderen Erinnerung. Mhm. Und ich habe dann im selben Format, habe ich dann gesagt, okay, schließen Sie doch mal Ihre Augen. Wir machen eine Übung, die funktioniert mit den meisten Menschen. Wenn sie sich stark genug, wenn sie es wirklich versuchen, ein bisschen Druck, weil quasi, wenn es nicht wiederkommt, dann versuchen sie es nicht stark genug. Aber freundlich, auch sehr freundlich, weil man will ja auch, dass die Probanden einem helfen, dass sie mitmachen und dass sie einem glauben und vertrauen. Schließen Sie doch mal Ihre Augen, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind 14 Jahre alt. Sie sind in Köln. Einfach. Es ist Herbst. Jeder kann sich Herbst vorstellen. Und dann ging es so weiter bis hin zur, wo waren Sie, als Sie jemanden geschlagen haben? Wen haben Sie geschlagen? Wie sah die Polizei aus? Und die Probanden saßen, ich habe alles gefilmt, damit man das auch später kodieren konnte. Und sie saßen da und haben sich das vorgestellt. Und ab und zu kam dann, blauer Himmel. Ich kann mich an den blauen Himmel erinnern. Sobald irgendein Detail kam, sofort sagte ich, gut, es scheint, als wenn es wieder zurückkommt. Die Probanden dann motivierter natürlich jedes Mal und jedes Mal kam dann ein bisschen mehr. Eine Woche später kamen sie wieder, wir haben es nochmal gemacht, eine Woche später kamen sie wieder und es kamen immer mehr Details. Und ich dann immer mit gut, sehr gut. Und am Ende der Studie haben 70% meiner Probanden gesagt, dass sie Straftaten begangen haben, die nie passiert sind, detailliert mit mindestens 10 Details und mit emotionalen Beschreibungen. Sie haben Sachen beschrieben, was sie gefühlt haben, was sie gesehen haben, was die Motivation war, wie die Polizei aussah. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Ja. Da gibt es eine kleine Passage, wo eine Probandin dann erzählt, was sie angeblich, aber eigentlich nie getan hat. Das hat die ganze Sache ausgelöst. Sie hat mich Schlampe genannt. Aber ich war noch Jungfrau. Sie sind ja in Kanada. Ich weiß, sie war mir nicht nah. Und ich denke, wir haben sie verfolgt, sind ihr nachgelaufen und haben sie verspottet. Und ich bin stocksauer geworden. Und es war kein riesiger Stein. Nee, war es nicht. Aber ich habe ihn gefunden. Es war ein Stein in einer ordentlichen Größe. Und ich habe ihn ihr an den Kopf geworfen. Ich habe ihn nach ihr geworfen. Und am Ende ging ich nach Hause. Es ging weg. Also Großbuchstabe S, Kürzel. Und dann weiß ich noch, ich war zu Hause. Ich glaube, wir saßen beim Abendessen und dann läutete es an der Tür und meine Mutter ging hin und machte auf. Und dann erinnere ich mich, dass meine Mutter gerufen hatte, ich solle an die Tür kommen, also bin ich gegangen und da standen zwei Polizisten. Warum macht man das, ist jetzt die Frage. Natürlich für die Justiz, weil man muss zeigen können im Labor, dass solche Erinnerungen, die auch so ausgezeichnet sind, die sich echt anhören, dass sie möglich sind. Und natürlich in meinem Setting habe ich sie natürlich auch wieder weggenommen.
Weil am Ende war es natürlich ganz großes Debrief, so funktioniert ihr Gedächtnis, deshalb stimmt es nicht, sie können mit ihren Eltern sprechen, das ist nie passiert. Und ab dann waren auch einige von den Studenten später in meinen Unterrichtskursen und wollten viel mehr wissen. Was kann mir passieren? Warum kann mir das passieren? Mhm. Sie haben ja den ethischen Aspekt angesprochen. Ich entlasse Sie da nicht gleich. Also haben einige Studenten auch erbost reagiert, dass man sowas mit ihnen macht? Ich habe erwartet, dass es schlechtere Reaktionen gibt. Ich habe ein paar gefilmt, leider nicht die meisten, weil das ist mir erst ganz am Ende eingefallen. Aber die meisten waren natürlich erleichtert, weil ich habe ihnen etwas Schlechtes gegeben, das sie nicht mochten über sich selbst. Und dann habe ich es ihnen wieder weggenommen. Und das sage ich sogar oft. Oft fragen mich Menschen, warum pflanzen Sie denn nicht schöne Erinnerungen ein? Erzählen Sie ihnen doch, dass Sie einen Marathon gelaufen haben. Ja, nach 3 Wochen, Sie glauben, Sie haben einen Marathon gelaufen. Ich nehme es wieder weg. Ja. Wie fühlen Sie sich? Genau. Kriminelles? Oh Gott, zum Glück ist das nicht so passiert. Es gab ein paar Studenten, die dann sich die selbst aus, quasi in meinem Unterricht dann später gesagt haben, ja, ich war in dieser Studie. Und manchmal denke ich doch, vielleicht ist es doch passiert. Und das war ein Proband, der seinen Kindheitsbully geschlagen hatte. Und endlich hat er quasi sich gewehrt. Also es waren auch nicht, obwohl es Kriminelle oder Es waren schon Gewalttaten? Ja, emotionale Situationen. Man kann sogar sagen, dass manche nicht komplett negativ waren, obwohl es stressige Situationen waren. Also es war interessant, das Debrief, und es war viel erfolgreicher, als ich gedacht hätte. Sie sind ja nicht die Einzige, die solche Experimente macht. Das können wir nochmal eben hinzufügen. Und es wurde auch eine Ethikkommission eingerichtet, wurde vorher ausführlich, vermute ich mal, ich glaube 2 Jahre, schreiben Sie, über diesen Versuch erstmal überlegt, wie man ihn genau und ethisch möglichst korrekt durchzieht. Ja, und mit diesen Ergebnissen, mit dieser Erkenntnis, man kann 70% einer solchen Zahl wahrscheinlich durchschnittlich intelligenter Menschen oder sogar etwas über dem Durchschnitt, man kann denen Gewalttaten einreden. Mit denen beraten Sie zum Beispiel die Bundeswehr. Genau, und das braucht man auch, ohne eine solche Studie. Was braucht die Bundeswehr? Wieso brauchen die das? Wo wird das wichtig? Es gibt 2 Stücke, die wichtig sind. Also zum Ersten ist eine solche Studie wahnsinnig wichtig, damit die Justiz wirklich aufmerksam ist. Weil wir haben seit 30 Jahren, gibt es False Memory Studies. Also gibt es falsche Erinnerungsstudien, die so ähnlich sind, aber mit nicht kriminellen Situationen. Und das Problem ist, wenn man ankommt und sagt, ich habe Menschen überredet, sie waren als 5-Jährige in einer Shopping Mall verloren, sagt ein Anwalt, was hat das mit meinem Mörderfall zu tun? Natürlich, weil das ist ganz anders. Aber mit sowas ist es schwieriger, auch wenn die Forschung schon da war, auch wenn die Einsichten in der Wissenschaft schon vorher da waren. Die brauchen das Konkrete, so sieht es aus, so überzeugend ist es und so häufig kann es passieren in Menschen, die nicht, vulnerable sind. Verletzlich sind. Ja. Oder empfindlicher. Also, und Militär. Ja. Was will das Militär? Das Militär und die Polizei, wenn sie die Einsicht haben, dass das natürlich ihnen auch passieren kann, dann wollen sie das zum liebsten vermeiden. Das heißt, sie fragen, was fragen wir denn am besten? Wie verhören wir denn Menschen am besten? Und das Militär in Deutschland, ich arbeite für Spione, mit Spionen, nicht für Spione. Also Menschen, die ins Ausland gehen, in Krisengebiete und die mit Warlords vor allem. Die wollen die Vernetzung der Warlords verstehen. Und sie können natürlich nach Äthiopien. Afghanistan, meinte ich doch auch. Mali, deutsche Ecken. Und sie können natürlich nicht einfach da sitzen und sagen, okay, erzählen Sie doch mal. Erzählen Sie doch mal, wen wir nicht mögen und was hier die Vernetzungen sind. Und sie müssen sich an alles erinnern. Ja. Und da ist die Frage, wie können wir ohne gefälschte Erinnerungen nach Hause kommen? Das heißt, müssen wir Sachen aufschreiben, müssen wir miteinander reden, wie gehen wir das an, damit wir mit guter Information nach Hause kommen, damit wir nicht Länder eingreifen wegen schlechter Info, wegen Erinnerungsfehlern.
Da gibt es natürlich auch. Ich habe ein bisschen im Zusammenhang Ihrer Forschung gelesen. Es gibt auch Diskussionen bei der Polizeiausbildung, wie man ein Verhör führt. Mhm. Als ein wesentliches Element scheint da der freie Bericht an den Anfang zu gehören, wo also gar nicht mit Fragen geantwortet wird, sondern zunächst einmal frei erzählen zu lassen, um das festzuhalten und dann erst mit den Fragen zu beginnen. Würden Sie so eine Prozedur unterstützen? Erscheint Ihnen das plausibel? An sich ja. Was ich allerdings inzwischen immer wieder sage, ist, warum nehmen wir nicht alles auf? Also ich finde es total unmöglich, dass wir nicht alle Stücke von einem, nicht nur Verhör, sondern auch die Zeugen und die Opfer, dass wir nicht alle ständig videotapen, wenn wir sie interviewen, weil jeder Befragungsprozess ist wichtig, nicht nur der von dem angeblichen Täter. Das wundert mich jetzt selber. Ich war noch nicht so oft in Verhören, aber, ist so einfach. Aber im Tatort wird immer alles aufgenommen. aber das scheint dann doch nicht so und zu sein. Und es ist so einfach heute. Ja, dann wäre vielleicht auch dieser Fall vermieden gewesen. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, in Amerika wird robust verhört. Es dürfen auch Beweise vorgegaukelt werden. Mhm. Es ist alles legal. Aber auch in Deutschland hat es diesen Fall gegeben in Bayern. Vielleicht forsche Ermittler und labile Beschuldigte. Das ergab dann folgende Geschichte. In Bayern wurde ein Bauer vermisst. Er war angeblich ermordet worden, zerstückelt und an die Hunde verfüttert. Seine Familie hatte die Tat gestanden. Aber 2009 wurde das Auto des Mannes aus der Donau gefischt, auf dem Fahrersitz seine unzerteilte Leiche. Da kann man sich ja wirklich fragen, wie ist denn da verhört worden? Ja, es ist auch überraschend, wie oft Zerstückelungen in falschen Gedächtnissen vorkommen. Also ganz extreme Situationen sind nicht unhäufig in falscher Erinnerung und in falschen Geständnissen. Aber Sie haben recht, also wie diese Verhörprozesse manchmal richtig fehlerhaft sein können und richtig suggerieren und richtig leitende Fragen stellen. Manchmal, Gut, damit wir jetzt wieder irgendwie in nettere Gefilde kommen, da schalte ich Sie jetzt gerne wieder ein. Hatte ich Ihnen ja versprochen, vielleicht wollen Sie hier noch mal ein bisschen einhaken. Wir haben ja die ethische Debatte gerade schon geführt. Leuchten Ihnen solche Versuche ein? Können wir auch ein paar Frauen haben? Männer reden zu viel, immer. Ja, Frauen. Da gibt es Forschung, wissenschaftlich bewiesen. Frauen melden sich nicht oft genug in Business-Meetings und auch nicht in Gruppensituationen. Also bitte. Okay, aber Sie haben hier gar nicht geredet, oder wie? Na gut. Also, da ist eine Frage. Jawohl, sofort. Vorzugsbehandlung. Gerne. Ich habe die Fernsehsendung gesehen letzte Woche. Okay. Auf Dreisat war das, glaube ich. Und da habe ich mich schon gefragt, wie haben Sie ausgeschlossen, dass die Probanden mit ihren Eltern kommunizieren? Sie haben etwas unterschrieben. Sie haben ein Dokument unterschrieben, das legal aussah, aber natürlich total gelogen war. Was sagte, es war ein, wie heißt das? Auf Deutsch, oh Gott. Verschwiegenheitsvertrag, Verschweigepflicht, sowas. Schweigepflicht. Also da war ganz offiziell geschrieben, Schweigepflicht, Sie dürfen in den nächsten 3 Monaten mit keinem über dieses Experiment reden. Und die Eltern mussten das auch tun. Das heißt, beide haben es unterschrieben. Und am Ende im Debrief, also wo es dann quasi, wo ich dann gesagt habe, jetzt seien Sie bitte ehrlich, haben Sie wirklich dran geglaubt und so weiter und so fort. Sie wissen jetzt, dass was passiert ist. Haben Sie mit Ihren Eltern geredet? Also haben wir nochmal gecheckt. Es kann natürlich trotzdem sein, aber ich finde es unwahrscheinlich, vor allem, weil so viele es trotzdem, diese Erinnerung wohl hatten und auch am Ende gesagt haben, dass sie dran geglaubt haben. Aber es kann natürlich sein, dass sie mich die ganze Zeit angelogen haben. Aber ich habe ihnen dafür keine Motivation gegeben, außer dass es eine soziale Situation war. Wie bitte? Ja, weiß man nie. Eine Frage aus den hinteren Reihen. Die haben bei mir immer Vorzug. Wenn Sie viele Fragen wollen, setzen Sie ganz nach hinten. Gibt es eine Korrelation zwischen dem Intelligenzquotienten und der Erinnerungsleistung? Wo sind Sie? Ich sehe Sie nicht. Intelligenz. Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden. Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass vielleicht das Gegenteil ist von dem, was man glauben würde. Man glaubt ja vielleicht, wenn man intelligenter ist, sieht man die Situation. Nein, wenn man intelligenter ist, beziehungsweise auch vielleicht kreativer ist, kann man sich besser Situationen vorstellen.
Ich kann mir eine plausible Situation erfinden. Ach ja, so könnte es doch gewesen sein. Und da fängt es an. Also den Kern braucht man als allererstes. Das heißt, es kann sogar ein Risikofaktor sein. Aber dazu muss ich sagen, ich habe Persönlichkeitstests gemacht. Ich habe keinen Intelligenztest gemacht. Aber ich habe Persönlichkeitstests gemacht und ein paar andere Tests gemacht. Und ich habe keine Persönlichkeitsdifferenzen gefunden zwischen den 30%, die keine Falscherinnerung hatten, und den 70%, die es nicht hatten. Ich weiß auch von anderen Tests, dass jeder dazu fähig ist. Also es kann sein, dass nur in dieser bestimmten Situation diese 70 mir das abgekauft haben auf diese Art und Weise. Strukturen, die resistenter sind gegen solche Art von Beeinflussung, oder gibt es Leute, die leichter darauf reinfallen? Das hat auch wieder mit Persönlichkeit zu tun. Also es gibt Menschen, die leichter auf sowas reinfallen. Das hat vor allem was mit dem Alter zu tun. Also wenn man ein Kind ist oder Jugendlicher ist, ist die Gefahr erhöht, dass man kompliziert ist. Also dass man einfach mitmacht quasi in einem Verhörprozess oder in einer solchen Situation und das eher glaubt. Und ja, also Intelligenz schon, wenn man minder begabt ist. Also wenn man unter an dem IQ von 70 ist, dann ist es auch ein Risiko. Aber alles andere, also im Normalbereich würde ich sagen, gibt es da keine Unterschiede, die ich je gesehen habe. Sogar diese hochbegabten H-Sams, die haben auch falsche Erinnerungen. Das haben wir auch schon bewiesen. So, wir haben hier ein ganzes Cluster von Fragen. Diese Gedächtnismodifikation, läuft die immer in eine Richtung ab? Also ist es immer eine Optimierung oder kann das auch mal wieder eine Verschlechterung? Also dann wieder zurück, also hin und her gehen? Das kann in jede Richtung gehen. Also man kann sich auch natürlich schlechte Sachen einreden. Es muss kein Verschönerungsprozess sein. Aber dazu muss man auch sagen, wenn Sie eine Geschichte hören, ein Verwandter erzählt, die Geschichte ist schön, ist vielleicht schöner als das letzte Mal, dass Sie die Geschichte gehört haben. Das heißt nicht unbedingt, dass dieser Mensch, nur weil es schöner geworden ist, dass er sich das erwünscht hat. Es kann trotzdem automatisch passieren. Also man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht auf jemanden schaut und sagt, Sie lügen. Oder du lügst, wenn es ein Verwandter ist. Und das nur, wenn es also quasi gut für das Ich ist, heißt das nicht unbedingt, dass es gewollt ist. Es kann genauso gut negativ sein. Mhm. Verstehe ich Sie richtig, dass es auch ein Zeitfaktor ist? Das heißt also, wenn zwischen dem tatsächlichen Geschehen und der Befragung längere Zeit vergeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich öfter darüber nachgedacht habe und es erzählt habe und insofern auch was Neues dazu gedichtet habe. Ja. Sprich, Problematik, dass es lange dauert, bis Gerichtsverfahren anlaufen oder zum Beispiel jetzt, ich habe mit Flüchtlingen zu tun, dass es sehr lange dauert, bis die tatsächliche Befragung für das Asylverfahren läuft. Mhm. Da ist schon sehr, sehr viel passiert. Mhm. Absolut. Also Zeit hat viel, vor allem wegen den sozialen Einflüssen und wegen einfach, wie die Gehirnzellen sich... Also ihr Gehirn ist wie ein Kosmos, der sich ständig verändert. Also vor einer Minute waren sie ein anderer Mensch. Sah ihr Gehirn ganz anders aus, als es jetzt aussieht. Also das dürfen Sie nicht unterschätzen, wie fließend, wie in Bewegung das ganze Gehirn ständig ist. Und das ist natürlich dann mit Zeit, da gibt es dann mehr Bewegung. Und das ist problematisch. Allerdings heißt es nicht unbedingt, dass natürlich, weil etwas vor langer Zeit passiert ist, dass es falsch ist. Man muss nur halt wissen. Die wahrscheinlich, würde ich noch nicht mal so ausdrücken, aber man muss einfach gucken, wo hat dieser Mensch es erzählt, wie oft hat er es erzählt und wie ist es vielleicht beeinflusst worden. So, jetzt nochmal Finalrunde. 1, 2, 3. Ja, ich habe. Und einen hinten. Ja, hinten dürfen ja immer, aber. bitte. Ja. Wie groß ist, welche Rolle spielt der Wunsch, etwas zu glauben? Ja, das baut so ein bisschen mit. Ne, weil, also ich mir fällt, also ich habe jetzt gerade auch wieder in der Sparkasse gelesen, dass sehr viele Menschen auf diesen Enkeltrick immer noch reinfallen. Also es ruft jemand an und sagt, ich bin dein Enkelsohn und ich habe eine Situation, ich brauche Geld. Und die Menschen tun das. Also es ist, das scheint immer so ein bisschen, die sind ja nicht alle dumm, die das machen. Also das ist, haben Sie da vielleicht eine kurze Erklärung zu? Ich meine, das kann auch mit dem Vertrauen was zu tun haben, dass man einfach glaubt, die Welt wird allem was Gutes und man hat ein positives Weltbild und meint, ist vielleicht nicht vorsichtig genug in der bestimmten Situation. Aber es kann auch, nur weil etwas, es ist schon so, dass wir an sich
ein etwas, auf Englisch heißt das Rosy Reminiscence. Nostalgie. Wenn wir zurückschauen, sind Sachen fast immer besser. Und das kann natürlich nicht sein. Ich meine, Trump ist natürlich großer, in der Vergangenheit war alles so toll. Und wenn man dann die Statistiken anguckt, ist das vielleicht nicht immer so passend. Aber es ist oft so, dass wenn man zurückblickt aufs eigene Leben, ist es schon meistens etwas verschönert. Wieder aber gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass es absichtlich ist, sondern dass es ein normaler Prozess ist. Was das jetzt mit Enkelkindern zu tun hat, die anrufen und oder Menschen, die anrufen und tun, als wenn sie Enkelkinder sind, weiß ich nicht. Da würde ich eher sagen, dass es mit dem Weltbild was zu tun hat, als mit der Erinnerung. Okay, eine Frage von hinten. Angenommen, ich werde Zeuge eines Vorfalls, sei es ein Verkehrsunfall oder einer Straftat. Ja. Was kann ich tun, damit ich mich später vor Gericht möglichst genau erinnern kann? Gute Frage. Als erstes, wenn Sie die Möglichkeit haben, aufnehmen. Also, Sie haben ein Handy in der Tasche, rausnehmen, aufnehmen. Erster Schritt, als allerbestes. Wenn das nicht möglich ist, und Sie wissen erst im Nachhinein, dass Sie Zeuge waren oder dass es wichtig ist, aufschreiben, alleine. Also selber verbalisieren und aufschreiben. Sie werden Sachen vergessen. Das nennt man prospektives Erinnerung. Das heißt, wir überschätzen, das ist die Idee, ich muss das nicht aufschreiben, da werde ich mich dran erinnern. Denken Sie nächstes Mal an mich. Ach ja, Frau Schau hat gesagt, dass ich mich da nicht dran erinnern werde. Ich werde das aufschreiben. Schreiben Sie Sachen auf. So detailliert wie möglich, vor allem beim ersten Mal. Weil besser wird es nie sein. Und sobald Sie diese Details nicht mit aufschreiben oder nicht mitweben, können Sie verschwinden. Das heißt, Sie wollen so detailliert und so schnell wie möglich, alleine, bevor Sie mit anderen Menschen gesprochen haben, Details aufschreiben. Okay, nun aber wirklich Finale. Ja. Also ich wollte nochmal zurückkommen auf Ihren zerstückelten Bauern. Das war meiner. Ja, nee, also ab wann sind denn Menschen bereit, so etwas zuzugeben? Weil die Konsequenz, die Folgen daraus sind ja dramatisch. Mhm. Also wie manipulativ muss denn jemand, also ab wann ist ein Mensch, ab wann knickt denn der ein? Also ich würde, das ist natürlich jetzt, wäre der Meinung, dass das jedem in diesem Zimmer passieren könnte, unter den richtigen Bedingungen. Was sind die Bedingungen? Wenn man mehrfach befragt wird, man hat vielleicht Beweise, die nicht stimmen oder auch welche, die stimmen. Wir haben einen Augenzeugen, der sagt, er hat das gesehen, plötzlich sieht es, egal was es ist, sobald sie anfangen zu zweifeln, da fängt es an. Zerstückeln, Sie sind kreativ, Sie sind vielleicht hochbegabt und sehr intelligent und können sich gut vorstellen, wie Sie vielleicht jemanden zerstückeln werden. Das ist ein langsamer Prozess meistens. Für die, die es nicht gesehen haben, sie hat ihren Mann wahrscheinlich gestreichelt. Ich wollte noch runterkommen von dem Thema. Vielleicht können Sie das schaffen, bitte jetzt. Sie wären erstaunt, wie viele Menschen Mörderfantasien haben. Da gibt es auch ein bisschen Forschung drüber. Nicht, dass Sie es dann tun. Ja. Frau Schaus, Sie sind ja ziemlich extrovertiert. Mhm. Also würden Sie nicht sagen, dass ein guter Lügner sehr leicht abgreifen kann, worauf Sie raus wollen und wie Sie reagieren auf das Falsche im Falschen, das ist ja Sie, sind ja auf der zweiten Stufe der Falschität. Nicht? Es wird Ihnen was Falsches erzählt und jetzt erzählt Ihnen der Proband noch was Falsches da drauf und merkt, dass Ihnen das Spaß macht. Das passt. Okay. Als erstes, Sie haben recht, Extroversion ist wichtig. Und zwar ist es tatsächlich so, dass in solchen Studien wie in meiner und in vorherigen Studien Menschen, die introvertiert waren, also die Befragten, die Forscher, haben null Probanden überzeugt. Also introverte Interviewer kriegen diese falschen Erinnerungen nicht. Aber, und hier sagen, Sie kamen jetzt auf den, ach, es ist ja ein sozialer Prozess und vielleicht machen Sie ja mit. Das ist ein Punkt, das müssen Sie ja. Sie müssen ja mitmachen, Sie müssen ja die Übung machen, Sie müssen ja. Und wenn Sie sagen, dass Sie vielleicht nur lügen, das kann zum einen stimmen, aber die meisten Lügner, würde ich dann zurückstoßen und sagen, wären dann in den Debrief, wo ich dann sage, ja, ich habe Sie angelogen, würden dann was sagen? Ich Sie auch. Da hätten Sie dann wahrscheinlich auch Spaß dran. Also da wäre ich... Es kann trotzdem sein,
wie ich auch schon vorher gesagt habe, aber ich finde es unwahrscheinlich, dass dieser Lügner dann in dem Moment nicht die Situation wahrnehmen würde und sagen würde, ich habe Sie aber ausgetrickst, Frau Forscherin. Also, wir kommen zum Ende und ich muss Ihnen gestehen, ich bin fast ein bisschen, obwohl das alles so unterhaltsam war, ein bisschen trüb und desillusioniert heraus. Also nichts stimmt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss alles immer gleich in mein Handy sprechen oder aufschreiben. Das macht das Leben natürlich sehr anstrengend. Und können Sie mich nicht ein bisschen trösten? Also gibt es auch noch soziale Ansteckung. Dann gehe ich in meine Familie. Jeder redet mir irgendwas Falsches ein. Wie kann ich denn da noch fröhlich bei leben? Es ist schön, dass Sie das sagen, weil ich sage meistens, der Sinn und das Ziel von meinem Buch und von meinen Vorlesungen ist meistens, dass Sie eine existenzielle Krise haben. Das heißt, sehr gut. Schönen Dank. Weil die richtigen Fragen sind wichtig. Aber dazu, wie ich auch am Ende des Buchs sage, all das funktioniert so aus einem Grund. Ihr Gehirn ist flexibel, es ist kreativ, Sie sind intelligent, weil Sie die Neuronen neu zusammenfügen können, weil Sie flexibel sein können und Sachen überschreiben können, das heißt lernen. Sie brauchen diese Flexibilität, sonst wären Sie nicht menschlich. Das heißt, diese Prozesse sind einfach so und sind auch wahnsinnig wichtig für alles andere, was wir können. Und das muss man dazu auch einsehen, dass es etwas Gutes ist. Und dazu kann man dann auch sagen, leben Sie im Moment. Alles andere ist Fiktion. Also Sie sehen, damit haben Sie die Herzen erobert. Also alle wollen jetzt im Moment leben. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt der Weinstunde näher kommen. Ich danke Ihnen sehr für dieses sehr nette und lebendige Gespräch. Hemingway soll ja gesagt haben, was man, um glücklich zu sein, braucht man gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. In dem Sinn kann ich Ihnen sagen, lassen Sie sich den Wein gut schmecken. Das zerstört auch Ihre Hirnzellen. Da können Sie wunderbar. Vielen Dank. Danke.